Wir wollen uns einige Eigenschaften von Funktionen näher betrachten. Wenn die y-Achse eine Spiegelachse für den Graphen einer Funktion darstellt, nennen wir die Funktion achsensymmetrisch. In dem Fall ist der Funktionswert von plus x gleich dem Funktionswert von minus x. Die Funktion 4x² minus x hoch 4 ist achsensymmetrisch. Wenn der Funktionswert von plus x gleich minus dem Funktionswert von minus x ist, sprechen wir von Punktsymmetrie bezüglich des Ursprungs. Die Funktion y gleich x hoch 3 ist punktsymmetrisch. Wenn wir uns den Graphen der Funktion y gleich x hoch minus 2 anschauen, erkennen wir eine Spiegelachse. Für die Funktion y gleich x hoch minus 2 gilt f von minus x gleich f von plus x. Wir haben eine Achsensymmetrie. Das ist typisch für einfache Potenzfunktionen mit geraden Exponenten. Wenn eine Vergrößerung von x bei einer Funktion mit einer Vergrößerung von y einhergeht, sprechen wir von einer monoton steigenden Funktion. Im umgekehrten Fall sprechen wir von einer monoton fallenden Funktion. Bei einer monoton fallenden Funktion ist die Steigung kleiner gleich 0. Bei einer monoton steigenden Funktion ist die Steigung größer gleich 0. Wir untersuchen die Funktion y gleich 1 durch x. Der Definitionsbereich dieser Funktion enthält alle reellen Zahlen außer der 0. Für negative reelle Zahlen ist die Funktion homogen fallend. Für positive reelle Zahlen ist die Funktion ebenfalls monoton fallend. Wenn sich die Steigung einer Funktion ändert, sprechen wir von Krümmung. Wenn die Steigung kleiner wird, haben wir eine negative Krümmung oder eine Rechtskrümmung. Wenn man mit einem Fahrzeug auf der Funktion entlangfahren würde, müsste man das Lenkrad nach rechts einschlagen. Eine Kurve, die negativ gekrümmt ist, nennt man auch konkav. Eine Kurve mit positiver Krümmung heißt links gekrümmt oder konvex. Wenn man von den Eigenschaften konkav oder konvex spricht, schaut man üblicherweise von unten auf den Graphen. Man kann die Krümmung auch aus der Lage der Sekante ermitteln. Wenn die Sekante oberhalb des Graphen verläuft, haben wir eine positive Krümmung, eine konvexe Kurve. Wenn die Sekante unterhalb des Graphen verläuft, haben wir eine negative Krümmung, eine konkave Kurve. Bei einer Sinusfunktion wechseln sich konkave und konvexe Krümmung ab. An den Wendepunkten, etwa bei x gleich pi oder x gleich 2pi, ist die Krümmung gleich 0. Als Eselsbrücke wird gerne der Satz verwendet, konkav ist der Rücken vom Schaf. Für die Klassifizierung in konkav oder konvex betrachten wir die Funktion von unten. Eine Sammellinse ist konvex, eine Zerstreuungslinse ist konkav. Wir analysieren die Funktion y gleich minus x hoch minus 2. Der Definitionsbereich dieser Funktion umfasst die reellen Zahlen außer der 0. Wir haben zwei Äste. In beiden Ästen liegen die Sekanten unterhalb des Graphen. Die Funktion ist konkav, ist rechts gekrümmt.